Das Wort hat die Kollegin Christine Lambrecht für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Rede des Vorredners im Zusammenhang gesehen mit der Rede des Ministers zeigt eigentlich wunderbar auf die Unstimmigkeiten, die hier herrschen bei der Einschätzung dieser Frage. Herr Röttgen sagt, tendenziell müsse man die Länder beteiligen. Tendenziell, für mich auch ein neuer Rechtsbegriff. Sie sagen, das ist völlig unproblematisch, man muss die Länder nicht beteiligen. Ich glaube, das zeigt deutlich, was hier für ein Tohuwabohu bei Ihnen in der Koalition herrscht. Und ich finde, das sollten Sie mal klären. Herr Röttgen, Sie haben aufgefordert, Sie haben uns aufgefordert, diese Frage doch bitte schön verfassungsrechtlich zu prüfen und ja, nicht politisch. Jetzt muss man aber sich schon mal überlegen, wieso sind Sie denn auf diese hochspannende, auch als für mich als Juristin hochspannende Frage denn überhaupt gekommen? Haben Sie da irgendwann mal ein rechtspolitisches Seminar gehabt innerhalb der Koalition und haben sich jetzt auf einmal diese Frage vorgenommen? Das war es doch wohl nicht. Sondern ich glaube, diese Frage, ob der Bundesrat beteiligt werden soll bei Laufzeitverlängerungen, diese Frage wird doch recht intensiv diskutiert, erst seit einem politischen Ereignis, nämlich ab dem Moment, ab dem Sie im Bundesrat durch die Wahlschlappe in NRW die Mehrheit verloren haben. Das ist doch der Hintergrund und nicht Ihr Interesse an Verfassungsrecht in dieser Frage. Und deswegen ist es ja wohl eine politische Frage. Und wenn Sie sagen, wir alle müssen ein Interesse daran haben, dass diese Laufzeitverlängerung dann verfassungskonform und ja nicht irgendwie angreifbar beschlossen werden muss, dann muss ich Ihnen sagen, wir haben daran kein Interesse. Wir haben nämlich weder ein Interesse daran, dass eine Laufzeitverlängerung unter Beteiligung des Bundesrates beschlossen wird, noch ohne Beteiligung des Bundesrates. Wir wollen überhaupt keine Laufzeitverlängerung in diesem Bundestag beschließen. Und dann haben Sie Klarheit gefordert. Klarheit bräuchten die Konzerne. Das zeigt natürlich eins, dass Sie noch nicht lange in diesem Ressort tätig sind. Ich komme aus dem Wahlkreis Bergstraße und bei mir liegt das Kernkraftwerk Biblis. Und da gibt es regelmäßig Kernkraftgespräche. Und für mich als bekennende AKW-Gegnerin sind das nicht immer vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen gewesen. Und als wir den Atomkompromiss verabschiedet haben hier im Deutschen Bundestag, war ich dort zu Gast. Und da habe ich mich auf einiges eingestellt, was denn da jetzt kommen wird. Und wissen Sie, was passiert ist, Herr Röttgen? Der Kraftwerksbetreiber hat quer durch den ganzen Saal, sehr zur Überraschung einiger, mir ausdrücklich dafür gedankt, und jetzt hören Sie gut zu, und das können Sie überall nachlesen, dass jetzt endlich Klarheit herrsche, wie es denn weitergehe mit den Kraftwerken, dass sie jetzt endlich Planungssicherheit habe, und dafür hat er mir gedankt. Also die Klarheit bestand schon längst, nämlich durch diesen Atomkompromiss, und diese Klarheit heben Sie jetzt gerade durch dieses Tohuwabohu auf. Also wenn Sie Klarheit wollen, dann machen Sie Schluss mit diesen ganzen Debatten über Verlängerung von Laufzeiten, dann können die Kraftwerksbetreiber nämlich endlich wieder zu der Planungssicherheit zurückkommen, die sie vorher schon mal hatten. Dann haben Sie noch aufgefordert, wir sollen hier bitte nicht geifern. Ich glaube, Sie haben nicht uns gemeint. Ich glaube, das ging eher in eine andere Richtung. Der sitzt nur leider nicht da. Denn den haben Sie wohl damit gemeint, den CDU-Ministerpräsidenten aus Baden-Württemberg, der Sie zum Rücktritt aufgefordert hat. Also ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich eher der Adressat war. Nur hat er sich heute nicht in die Debatte getraut. Und ich muss schon sagen, das ist schon ein unglaublicher Vorgang. Also ich bin jetzt schon ein paar Jahre, 11 Jahre in diesem Parlament. Aber dass ein CDU-Ministerpräsidenten, einen CDU-Umweltminister auffordert zum Rücktritt, weil dieser gerne die Länder in einer Angelegenheit, die die Länder betreffen, mit beteiligen möchte. Damit haben Sie, wenn schon keine Verfassungsgeschichte, aber wenigstens Geschichte geschrieben. Das ist schon ein toller Vorgang. Da muss ich sagen, Respekt. Man könnte in der Opposition sich jetzt eigentlich zurücklehnen und zuschauen, wie sie sich zerfleischen. Aber das wäre unverantwortlich, denn es geht hier nicht darum, irgendetwas komisch zu finden. Das ist es nämlich schon lange nicht mehr. Hier geht es unter anderem auch um das Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Und ich habe es schon gesagt, ich komme aus dem Wahlkreis, in dem Biblis steht. Und die Menschen da, das ist einer der ältesten Meiler, die haben da sehr große Befürchtungen, was die Sicherheit angeht. Es ist eben eines der ältesten Meiler.
ein großes Problem in Bezug auf Angriffe, auch Terrorangriffe, auch das mittlerweile alles festgestellt durch die entsprechende Dicke der Betondecke. Und dort sehen die Menschen das ganz anders in Bezug auf Verlängerung von Laufzeiten. Am 24. April bei der Großdemonstration waren da über 20.000 Menschen auf den Beinen, nicht weil die unbedingt Verlängerung von Laufzeiten wollen, sondern wollen, dass dieser alte Meiler endlich abgeschaltet wird und nicht noch länger am Netz bleibt und diese Unsicherheit nicht noch länger zu akzeptieren ist. Und deswegen muss ich sagen, ich finde es schon unglaublich, mit welcher Arroganz Sie über diese Interessen der Menschen dort auch vor Ort hinweggehen und sie einfach nicht wahrnehmen. Aber das ist anscheinend Ihre Politik. Sie haben auch aus dem 9. Mai, Sie haben auch aus der Schlappe in NRW nichts gelernt. Sie regieren an den Interessen der Menschen vorbei. Und auch dafür werden Sie hier auf Bundesebene die Quittung bekommen. Vielen Dank.